Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich das Unboxing der Glossy Box, die 10 Years of Beauty Box habe ich hier für euch. Ich weiß, ich bin da recht spät mit. Irgendwo scheint hier die Sonne und blendet. Von wo kommt die? Ich weiß, ich bin da recht spät mit. Das ist ja die Box vom August gewesen. Aber ja, ich war krank, beziehungsweise auch der Rest meiner Familie war krank. Und ja, ich konnte eine ganze Zeit nicht wirklich gut sprechen. Da ist die Stimme weg gewesen am Husten. Und wie das dann so ist, wenn man so ein Kratzen im Hals hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich möchte sie euch trotzdem noch vorstellen, genauso wie die Pink Box vom letzten Monat, die möchte ich euch auch noch gerne zeigen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen da jetzt mal einmal mit an. Ich finde das Design ja wirklich voll schön. So, und dann mache ich mal die Box auf. Und das ist dann immer der erste Blick mit dem Glossy Magazin und der Schleife. Sehe ich gerade Happy Birthday. Kann man das lesen? Happy Birthday. Alles auf dem Kopf, ne? Da, Happy Birthday. Es steht immer noch auf dem Kopf, egal. Happy Birthday, Glossy Box. Süß. Dann mit dem Glossy Magazin, das lege ich mir jetzt mal an die Seite und dann mache ich mir noch einmal die Box nochmal auf. Und greife dann da mal einfach drin rein. Dann habe ich als erstes. Oh, kommt der Inhalt auch noch mit? Schön mit. Sehr schön. Diese Folien. Diesen Füll-Dings. Komme jetzt nicht drauf. Als Folie. Schön. Ja. Bürste. Wie so ein Tangle-Teaser. In Fliegerfarben und Grau. Die ist wirklich schön. Die werde ich mir hier unten ins Badezimmer legen. Ja, habe ich da auch eine Bürste. Freue ich mich. Schön. Machen wir jetzt weiter. Dann habe ich hier einmal ein Long Lasting Matte Lip Color von Rival de Loop in der Farbe 04. Ist das die 04? Ja. 04, einen weiteren Namen hat sie nicht. Genau, unten drunter steht sie und dann auch auf diesem Klebi. Ja, sieht man nicht. Das wird nicht schaffen. Ja, die Farbe ist schön. Ich denke, die hätte ich mir so sonst wahrscheinlich auch. Wenn ich mir jetzt den gekauft hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch so die Farbe in die Richtung geholt. Ja, finde ich gut. Ist meine Farbe. Freue ich mich. Dann nehme ich mal so Stickers hier raus von Betty Barclay Pure Style, ein Parfüm, 20 Milliliter. Ich glaube, ich habe das gerade als Deo aufgebraucht. Einen Moment, ich muss mal einmal gucken. Ja, ich habe es als Deo aufgebraucht. Betty Barclay Pure Style als Deo. Ja, ist ein schöner Geruch. Pudrig, ich jetzt als Arbeitsdeo benutzt und jetzt habe ich es als Parfüm. Freue ich mich. Ich pack das mal einmal aus. So sieht es aus. Schön. 20 Milliliter. Süßer kleiner Flakon. Freue ich mich. Geht aber jetzt wahrscheinlich erstmal ins Backup, weil ich habe da doch gerne auch immer ein bisschen Abwechslung. Und da ich das ja jetzt gerade erst aufgebraucht habe. Ja, freue ich mich ja auch. So, stelle ich mal an die Seite. So, das nächste, was ich da rausnehme, ist von Steve Laurent eine Eyeshadow-Palette. So sieht es aus. Nennt sich gerade Birthday Edition. Genau. Gucken wir mal einmal rein. So sieht die Verpackung dann aus. Oh, hier steht es auch nochmal drauf, Birthday Edition. Ja. Kann man schlecht sehen. Ja.
So, einmal offen. Na, will nicht. Da jetzt. Ah ja. Das sind doch schöne Farben. Ja, freue ich mich. Suche ich mir gleich auch. Ah, die Folie, die mir jetzt weggefallen ist. So, dann packe ich da nochmal weiter rein. Da haben wir hier Fußkettchen von Six. Hello Summer. Die sind ja süß. Ja, freue ich mich. Wird wahrscheinlich aber kein echtes Silber sein. Nee, glaube ich nicht. Ganz wird das, glaube ich, da stehen. Ne? Ja, muss ich gucken, ob ich damit zurechtkomme. Die Kette, die ich hatte, die musste ich jetzt leider auch abnehmen. Die war ja versilbert. Aber das hat sich jetzt abgetragen und nee, erstmal war die jetzt nicht mehr schön. Die war, fing an so, ja, so orange zu werden und die Haut war dann, ja, wie das so dann bei unechten Sachen ist, wenn das dann so anläuft. Ja, schade. Aber da gucke ich mal. Mal gucken, was ich sonst damit mache. Wenn es mir irgendwie mal eine Nichte oder was weitergeben. Vielleicht freut die sich dann mal drauf. Ja, schön. Und dann nehmen wir da noch was. Ja, eine Sache versteckt sich da noch drin. Oh, von Elemis. Was haben wir denn da für eine Creme? Pro Kollagen. Eine Anti-Age-Creme, eine Tagescreme. Schön, da freue ich mich. Kommt ja jetzt auch am 22. Das ist am 22. September. Kommt ja jetzt auch noch eine Box mit Elemis raus. Mal schauen. Ne? Bin ich noch am Überlegen, ob ich mir die nämlich auch kaufen werde. Ja, freue ich mich. Die Dinger sind ja auch nicht günstig. Ja, und das war's. Die Box ist leer. Schöne Sachen drin. Ja. Freue ich mich. Und ja, wir sehen uns. Ciao.